Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video-Quick-Tipp auf der Sophistikeinsteiger.de. Mein Name ist Frank Weber und mit dem heutigen Video Teil 2 möchte ich Ihnen weiter zeigen, wie Sie in der Sophistik-Software einen Verbundquerschnitt mit variabler Stehkelle modellieren können. Im letzten Video haben wir uns ja den notwendigen Querschnitt als Prototypen angelegt und auch entsprechend mit den Variablen für die Parametrik versehen. Heute geht es dann aber mehr um die Modellierung des Systems und die Berechnung unter verschiedenen Bauphasenannahmen. Ich habe also hier mal zwei Annahmen miteinander verglichen. Wer den Teil 1 bisher noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich an dieser Stelle erstmal das nachzuholen und sich anschließend dieses Video hier anzuschauen. Gut, wechseln wir rüber ins Sophie Plus X. Da ist ja unser System entsprechend schon fertig und ich werde auch nicht alles hier löschen und komplett neu erzeugen, sondern ich werde Ihnen einfach die Schritte erklären und zeigen, wie dieses System hier entsprechend entstanden ist. Sie bekommen natürlich nach diesem Video auch wieder die Daten selber zum Download und Nachmachen bei mir im Blog. Gut, fangen wir an. Als erstes müssen wir hier reingehen in das System, denn wir wollen einen Träger modellieren, wo wir die CABD-Technik nutzen wollen bzw. auch nutzen müssen, damit wir hier diese Variable Querschnittshöhe entsprechend reinkriegen. Also sagen wir hier System Achsen. Was haben wir hier? Wir haben als erstes eine Trassierung, natürlich unsere Hauptachse, wo unser Fertigteilträger später eingebunden wird. Was habe ich hier? Erstmal nur ein kleines geraden Stück von 30 Meter Länge. Wer die anderen Videos von mir schon gesehen hat und die CABD-Technik kennt, weiß natürlich, dass er hier unter Umständen bei größeren Bauwerken weitere Abschnitte mit weiteren Geometriemöglichkeiten nutzen kann. Wir brauchen die erstmal nicht, sondern wir haben nur unser kleines geraden Stück. So, dann brauchen wir auf jeden Fall hier Placements. Das heißt, das sind ja der Anfang unseres Trägers und das Ende unseres Trägers, definiert durch unsere Placements. Da sagen wir, okay, wir haben ein erstes Placement bei der Trassierung Station 5 Meter und wir haben ein Ende, das Placement P2, das sich hier auf das Placement P1 als Referenz bezieht. Das ist eine neue Funktionalität, die Sie erst im Sommer diesen Jahres bekommen haben, die aber in meinen Augen sehr, sehr hilfreich ist, weil ich dann mit relativen Abständen zu anderen Placements arbeiten kann. Sage ich hier, okay, in 20 Meter Abstand zum Placement P1. Gut. Da brauchen wir erstmal nicht mehr. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, sind auch Variablen. Denn wir wollen ja später unseren Träger mit einer variablen Steghöhe versehen. Und wir hatten bei der Querschnittsdefinition dort eine Variable angesetzt für die kartesische Referenz mit der Bezeichnung Raute H. Und genau diese Variable müssen Sie hier entsprechend natürlich auch eintragen, anlegen als neue Variable und entsprechend hier mit den Werten versehen. Und ich habe mir mal gesagt, okay, ich habe am Anfang des Trägers eine Höhe von 1 Meter, am Ende genau das gleiche, wieder 1 Meter, aber genau in der Mitte habe ich hier eine Höhe von 50 cm, Neigung rechts und links als Übergangsbedingung und dann bekomme ich hier diesen schönen Bogen. Gut, haben wir auch, geht es weiter. Ja, was brauchen wir als nächstes? Für den Träger selbst nichts weiter. Der wäre damit fertig, aber wir wollen ja später noch eine Ortbetonplatte oben drauf modellieren und die soll genau oberhalb dieses Fertigteilträgers ohne irgendwelche Lücken zu liegen kommen. Also brauche ich dafür weitere Sekundärachsen und ich habe hier eine Sekundärachse A für den rechten Rand, eine Sekundärachse B für den linken Rand und dann noch eine Sekundärachse C für die Mitte. Die werden wir brauchen, denn wir können keine Strukturfläche von hier nach hier direkt erzeugen, sondern wir müssen in zwei Schritten vorgehen, von hier bis hier und dann nochmal von der Mitte bis zum rechten Rand, damit wir später auch die Ortbetonplatte mit dem Fertigteilträger direkt koppeln können, weil wir hier eine Übergangslinie brauchen, eine Kopplung. Also gucken wir uns hier mal ganz kurz die Offsets an, beziehungsweise die geometrischen Randbedingungen. Ich sage, mein rechter Rand ist 1 Meter von der Mittelachse entfernt in Y-Richtung. Das heißt, ich werde eine Breite haben hier nach rechts von 1 Meter und ich habe einen vertikalen Versatz um 30 cm nach oben. Woher kommen diese 30 cm? Na ganz klar, wir hatten ja bei der Querschnittsdefinition gesagt, unser Stahlträger liegt genau an der Oberkante 0,0. Obendrauf kam dann unser kleines Betonelement von 10 cm Stärke. Das sind die ersten 10 cm nach oben, also minus 0,1.
Und dann werde ich hier noch eine Ortbetonplatte von 40 cm Dicke später drauf modellieren. Davon brauche ich die Hälfte, also minus 0,3. Gut, dadurch entstehen diese Werte. Das gleiche auf der anderen Seite, also gehen wir mal an die Sekundärachse B. Da haben wir hier letztendlich das gleiche wie Sekundärachse A, nur entsprechend Y-Versatz hier genau in die andere Richtung, minus 1 Meter. Das heißt, meine Ortbetonplatte wird oben letztendlich eine Breite von 2 Metern haben und eine Stärke von 40 cm. Gut, und dann haben wir natürlich hier entsprechend noch unsere Sekundärachse C. Die hat keinen Versatz in Y-Richtung, weil sie liegt ja genau oberhalb der Hauptachse, hat aber einen vertikalen Versatz um 30 cm in negativer Z-Richtung. Gut, wenn wir diese Achsen haben, dann können wir eigentlich anfangen, unsere Strukturlinie zu erzeugen für den Fertigteilträger. Also gehen wir hier rein auf Strukturelement und sagen, wir wollen ein neues Strukturelement erzeugen. Wenn wir die Eigenschaften eingestellt haben, ich zeige Ihnen gleich, wie die Eigenschaften aussehen, gehen wir einfach hier rechte Maustaste, Segment auf Achse und klicken hier diese zentrale Achse, Achse 01 an. Gut, ich breche mal den Befehl ab, denn ich will nichts Neues erzeugen, aber ich will wenigstens Ihnen mal kurz die Eigenschaften dieser Strukturlinie zeigen, denn die sind wichtig. Wichtig ist an der Stelle hier die Gruppe 10, das werden wir später brauchen für die Bauphaseneinteilungen und natürlich unsere Querschnittszuweisung am Anfang und am Ende des gleichen Querschnitts und als exzentrischer Stab oder Pfahl. Alle anderen Geschichten sind hier überhaupt nicht wichtig. Nur das musste ich hier eintragen und dann habe ich hier diesen Fertigteilträger unten zu liegen bekommen. Was brauchen wir als nächstes? Unsere Strukturflächen für die Ortbetonplatte oben drüber. Gehen wir auch wieder hier über die Strukturflächen neu erzeugen. Würden hier entsprechend die Eigenschaften eintragen und auch hier wieder ganz einfach rechte Maustaste, Segment auf Achse. So, wenn Sie das gemacht haben, ich breche das hier mal ab, würden Sie beim ersten Schritt die eine Sekundärachse hier links auswählen, würden dann die Mittelachse hier oben auswählen als Ende dieser ersten Strukturfläche und das gleiche nochmal von hier nach hier, in zwei Schritten also. So, und dann haben Sie hier diese Strukturflächen vorliegen und ich öffne mal einfach per Doppelklick wieder die Eigenschaften. Wichtig ist hier die Gruppe 30, dann haben wir hier natürlich unser Material C3037, was wir ja extra angelegt hatten im Unterschied zu dem Fertigteilverbundträger und unsere Stärke von 40 cm. Vernetzungsparameter habe ich hier überall nichts weiter angestellt. Wichtig ist auch, lassen Sie im Moment hier dort zentrisch stehen, denn wir hatten diese Exzentrizität hier bei der Definition der Sekundärachsen ja entsprechend schon berücksichtigt. Gut, wenn wir das haben, haben wir unser System eigentlich fast vollständig. Aber zum einen fehlt uns noch die Lagerung und dann entsprechend die Belastung. Jetzt könnten Sie natürlich an der Stelle hier sofort Ihre Lagerung eintragen über Strukturpunkte mit entsprechenden Lagerbedingungen. Aber das Problem ist, wenn Sie später an der Trassierung etwas ändern würden, würden diese Lager einfach an der Stelle stehen bleiben und das ist bumm. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen, dass diese Lager sich bei nachträglichen Änderungen automatisch ausrichten und mitgehen. Sie sollen ihre Art der Lagerung behalten, aber den Ort eventuell anpassen automatisch. Wie machen wir das? Na ganz einfach, wir öffnen erstmal hier direkt den Querprofil-Editor und alles, was wir jetzt hier im Querprofil-Editor erzeugen, im Cross-Member-Editor, hier oben sieht man es auch, alles das ist automatisch an dieses jeweilige Placement hier P1 gebunden. Also wenn Sie auch andere Strukturelemente dort jetzt hier erzeugen würden in dieser Darstellung, also man kann hier sogar räumlich irgendwas modellieren. Man müsste dann entsprechend nur hier die Sichtweise anpassen, damit man hier mehr zu sehen bekommt. Dann ist das automatisch an dieses Placement gebunden. Ich würde also jetzt sagen, okay, in dieser Ansicht Strukturpunkt mit der entsprechenden Lagerung und dann hier genau auf diese Mitte setzen. Wie sieht mein Lager aus an der Stelle? Was haben wir? Ganz einfach. Alle Festhaltungen und hier die Verdrehung um die eigene Achse habe ich nur entsprechend behindert. Gut, wenn wir das fertig haben, können wir das entsprechend hier verlassen und würden das gleiche natürlich am anderen Ende auch machen, nur entsprechend die Lagerbedingungen anpassen. Wenn Sie das mit dem Cross-Member-Editor vergessen haben und diese Elemente ja hier im Hauptsystem erzeugt haben, können Sie solche Sachen nachträglich ein Placement
binden, nämlich über diesen Befehl. Habe ich aber auch schon mal in anderen Videos gezeigt. Gut, unser System ist fertig. Es fehlen nur noch ein paar Lasten. Gut, gehen wir hier rein. Lastfile Manager. So, hier sind erstmal Standardsachen drin. Die kann ich erstmal rausschmeißen. Brauche ich an der Stelle gar nicht. Denn ich habe ein relativ einfaches System und alle Lastfälle, die ich brauche, beziehungsweise alle Einwirkungen, werden im CSM bei mir definiert und dort auch automatisch eingetragen. Ich muss also an der Stelle eher überhaupt nichts anlegen. Nur wenn Sie zusätzliche Lastfälle hätten, könnten Sie die entsprechend auch mit den Einwirkungen hier direkt versehen. Was haben wir? Wir haben nur einen Lastfall 20, den ich hier angelegt habe. Dem habe ich mal den Namen gegeben, Last aus Frischbeton. Wofür ist der da? Wenn wir später diesen Träger draußen haben, also er liegt da, wo er liegen soll, dann kommt irgendwann das Frisch, also die Ortbetonplatte dazu. Die ist am Anfang aber in Folge Frischgewicht bzw. nur frischer Beton, trägt die gar nichts, aber belastet den Träger natürlich sofort mit ihrem Eigengewicht. Und genau dafür ist diese Last da. Sie soll also temporär da sein, wenn die Ortbetonplatte schon da ist, aber noch nicht ausgehärtet ist, dass sie also nur diesen Träger darunter belastet. Auch hier wieder Einwirkung nicht berücksichtigen, weil darum kümmert sich der CSM automatisch. Gut, wenn ich die Vorbereitung gemacht habe, dann habe ich hier entsprechend ganz einfach eine Strukturlinienlast angelegt und entsprechend hier die Strukturlinie von dem Fertigteilträger belastet mit dieser Last 20 kN pro Meter. Wer sich jetzt die entsprechenden Geometrieangaben von dieser Ortbetonplatte anschaut, 2 Meter breit, 40 cm stark, der kommt dann entsprechend auf diesen Wert, wenn er die Dichte vom bzw. die Materialdaten vom C3037 entsprechend beachtet. Gut. Wenn wir das alles eingetragen haben, ist unser System fertig und wir können sagen, okay, einmal speichern, halt, spinnt meine Maus gerade und entsprechend hier an den SSD exportieren. Damit sind die Arbeiten hier im SSD oder im Sophie Plus abgeschlossen und ich kann dieses Programm sofort auch gerne mit Speichern verlassen. Gut, weiter geht's im SSD. Hier haben wir unser System. Und ja, die Berechnung der Einzellastfälle, also das klassische für das Eingusssystem, für den normalen Hochbau, habe ich hier mal deaktiviert, weil das brauchen wir hier gar nicht. Alles, was wir wollen, passiert hier im Bereich Bauablauf, hier über den CSM. Gut, wie können Sie solche Tasks, die vielleicht automatisch da sind, einmal deaktivieren? Habe ich auch schon mal früher gezeigt. Einfach rechte Maustaste, Texteditor und dann hier aus den Pluszeichen, die dort vielleicht vorhanden sind, ein Minuszeichen machen. Damit werden die entsprechenden Tasks auch entsprechend deaktiviert. Gut, fangen wir an mit dem zweiten Teil, nämlich wo ich gesagt habe, okay, ich habe noch keine Baugeschichte, aber wenigstens schon Kriechen und Schwinden drin. Öffnen wir das Ganze mal und schauen uns an, was hier passiert. Ja, meine erste Annahme ist relativ einfach. Ich sage ganz einfach, okay, das System wird sofort in einem Guss hergestellt und kann nur kriechen. Ich berücksichtige also keine Baugeschichte im eigentlichen Sinne, sondern nur Kriechen und Schwinden, nämlich in zwei Phasen. Einmal hier das kurzzeitige Kriechen kurz nach Fertigstellung und dann im zweiten Bauabschnitt hier Kriechen bis T unendlich 30.000 Tage. Was haben wir hier weiter? Wir haben natürlich unsere Gruppen, die entsprechend sofort voll wirksam sind und auch bis zum Ende durchgängig wirksam sind. Ich werde Ihnen nachher bei dem anderen System mit den Bauabläufen das etwas ausführlicher noch erläutern. Lasten haben wir keine, brauchen wir nicht, weil der Beton ist sofort da, auch von der Ortbetonplatte. Aber wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass ich auch hier zum Vergleich die Lastfälle am Eingusssystem mit berechnen lasse und ermitteln lasse. Gut, wenn Sie das soweit bestätigt haben, können Sie dann sagen, okay, bitte diesen Task rechnen. Die Automatik habe ich mal deaktiviert, damit ich hier genau zwischen diesen beiden Annahmen bei mir hin und her wechseln kann und nicht automatisch hier irgendwas berechnet bekomme, was ich nicht will. Gut, wenn er jetzt fertig ist mit dem Berechnen, gucken wir uns gleich erstmal die Verformungen im Vergleich an. Für diese noch relativ einfache Annahme, kein Bauablauf, aber Kriechen und Schwinden. Er ist fast fertig. Super, schauen wir mal kurz rein, wie sieht's aus? Wir haben hier im oberen Teil der Grafik dargestellt unsere Verformung in Global Z. Hier
am Eingusssystem, also keine Baugeschichte. Da haben wir in der Mitte eine Verformung von 23,9 mm. Und wenn wir hier nur mit Kriechen und Schwinden arbeiten, aber ohne Baugeschichte, dann sind wir ganz klar hier bei 55 mm. Das ist schon mal spannend. Sie sehen also schon mal, was allein das Kriechen und Schwinden an der Stelle ja ausmacht. Will ich da was speichern? Nein. Interessanter wird es aber hier, wenn ich jetzt mal in die volle Baugeschichte reingehe. So, hier passiert jetzt ein bisschen mehr, beziehungsweise ich habe mehr Bauabschnitte vorgesehen. Was haben wir? Als erstes Bauabschnitt Nummer 10. Da werden wir später nur unseren Fertigteilträger in sich haben, der erstmal aufgelegt wird und der entsprechend durch sein Eigengewicht belastet wird und in der Phase 15 dann die entsprechenden vier Kriechschritte hier, die ich mal vorgesehen habe. Erste Kriechphase 28 Tage. Gut, dann kommt in der Phase 25 unser Ortbeton als Frischgewicht dazu, nämlich von der Ortbetonplatte oben drauf. Aber das Ganze wirkt mit dem Typ Eigengewicht G1. Deswegen hatten wir wohin ja im Lastfallmanager generell nichts eingetragen. Und auch mit diesem Frischgewicht kriecht dieser Fertigteilträger entsprechend. In der Phase 29 am Ende wird dann dieses Frischgewicht entfernt, weil der Träger an sich ist da, beziehungsweise die Ortbetonplatte trägt jetzt voll mit. Zum einen von ihren Steifigkeiten her, sie ist ausgehärtet und sie hat natürlich weiterhin ihr Gewicht. Damit wir hier nicht doppelt drin haben, habe ich hier ja diesen Lastfall Frischgewicht wieder rausgenommen. Also hier entsprechend passiert nichts zwischen den beiden, außer dass der Beton jetzt fest ist. Aber das Gewicht ist natürlich das gleiche. Auch hier haben wir wieder erstmal eine kleine Kriechen im Bauzustand Phase, bis wir dann entsprechend hier Kriechen bis T unendlich vornehmen. 30.000 Tage mit 9 Kriechschritten mal angenommen. Sieht man hier sehr schön im hinteren Bereich. Gut, wer sich jetzt an der Stelle über die Nummerierung wundert, den verweise ich einfach mal an die Sophistik-Tutorials, die ihr vorgeschlagen haben. Generell, wenn sich irgendwo am System was endet, am besten 10er-Schritte nehmen und für die dazugehörigen Kriechschritte hier entsprechend die plus 5er-Schritte. So, und da hier sich am System nichts ändert, sondern nur ein anderer Kriechzustand eintritt, habe ich hier entsprechend auch wieder eine Differenz von 10, nämlich 35 und 45. Wie sieht unser System aus? Also wir sagen, unsere Gruppe 10, das ist unser Fertigteilträger, ist ab der Phase 10 da und natürlich bis zum Ende wird er auch nicht wieder weggenommen. Entsprechend hier Ortbetongewicht ab Voreinstellung, alles richtig. Und dann haben wir hier entsprechend natürlich die Gruppe 30, das ist unsere Ortbetonplatte. Die wird aktiviert in der Phase 30, ist dann auch für ewig da. Und auch hier haben wir nochmal eine Schalter, wann soll dieses Eigengewicht aktiviert werden. Das können Sie in der Sophistik-Software nochmal separat steuern, wenn Sie wollen. Gut, Lasten. Hier gibt es jetzt unseren Lastfall 20, den wir ja angelegt haben als Simulation für das Ortbeton-Frischgewicht. Das wird aktiviert in der Phase 20, nämlich wenn es obendrauf geschmissen wird, so will ich es mal nennen, und es wird wieder entfernt, wenn diese Ortbetonplatte entsprechend ausgehärtet wird und hier das normale Eigengewicht dieser Ortbetonplatte sowieso wirkt, damit wir hier nichts doppelt bekommen. Also in der Phase 30 ist ja dann sofort entsprechend der andere Zustand da, nämlich hier alles ist da ab Phase 30. Gut, wenn wir das soweit eingestellt haben, lassen wir auch das Ganze hier mal rechnen und schauen uns an, was dort zum Vergleich rauskommt. So, die Berechnung ist abgeschlossen und auch hier gehen wir mal direkt in die Grafik zum Vergleich und schauen uns erstmal die Ergebnisse an. Was haben wir hier wieder? Unser Eingusssystem. Das ist natürlich genau das gleiche, was wir eben schon hatten bei dem einfachen Bauablauf. Aber darunter, holla die Waldfee, fünffache Verformungen in der Mitte, wenn wir sagen, das ist das Ergebnis im letzten Kriechschnitt T unendlich. Also das sind schon mal, ich sag mal, Zahlen oder Unterschiede, die hier natürlich nicht ganz unerheblich sind. Und in der zweiten Grafik habe ich hier oben wieder Lastfall 3991, das ist unser Eingusssystem. Und hier entsprechend mal angesetzt Lastfall 4030, den BA30, nämlich dann, wenn das System vollständig vorhanden ist, ist es auch ausgehärtet. Aber
Im Endsystem gab es noch keinen Kriegsschritt, beziehungsweise der erste Kriegsschritt. Das ist am Ende des ersten Kriegsschritts hier vorliegen. Also alleine aus der Baugeschichte resultiert hier schon fast eine, ja, über vierfache Verformung gegenüber dem Eingusssystem. Entsprechend sollte man das beachten natürlich. Und man sieht das auch sehr schön, wenn ich mal zurück in den SSD wechsle und hier einfach mal den Animator öffne. Gehen wir mal kurz rein und sagen, okay, ich möchte hier erstmal mein Eingusssystem haben. Die Animation schalte ich mal aus und ich sage mal, die Überhöhung fixiere ich mal auf 50. Und jetzt gucken wir mal rein, was hier passiert. Das ist unser Eingusssystem. Hier ändert sich von der Verformung noch nichts. Ich werde mal einfach eine andere Darstellung umschalten, damit Sie das etwas genauer sehen. Also gehen wir mal hier rein. Das war unser Eingusssystem. Hier haben wir unsere Systemlinie von dem Fertigstahlträger. Hier, wenn man hin und her schaltet, sehen Sie, ändert sich nichts. Aber jetzt geht es halt los. Dieser ja, Fertigteilverbundträger fängt an zu kriechen mit den entsprechenden vier Kriechschritten. Jetzt wird es etwas schlimmer, nämlich ja, das Gewicht des Ortbetons wirkt jetzt hier mal. Ich schiebe das mal ein bisschen nach oben. Und auch an der Stelle kriecht dieser Fertigteilträger natürlich unter der Last des Frischbetons etwas. Halt, so wollte ich es eigentlich haben. Hier sieht man sehr schön, wie es kriecht. Dann hier haben wir jetzt die Phase, wo das ja die Last aus dem Frischgewicht wieder rausgenommen wird, aber entsprechend natürlich der Ortbeton ausgehärtet, auch entsprechend von der Ortbetonplatte obendrauf jetzt vorhanden ist mit seinem Gewicht, aber auch mit seiner Steifigkeit. Hier kommt also nur etwas dazu, aber an den Verformungen ändert sich noch nichts. Aber hier geht es jetzt weiter. Das Ganze ja, biegt sich immer weiter fort bis zum letzten Kriegsschritt hier T und endlich im Lastfall 4053. Ja, damit bin ich auch schon fast wieder am Ende dieses Videos angekommen, aber erlauben Sie mir an der Stelle einfach noch zwei, drei Hinweise, wo Sie weitere Informationen zu diesen Themen halt finden. Als erstes gehen wir mal kurz rein. Schauen Sie bitte auch immer in die Teddy-Beispielbibliothek, die Sie bei sich auf dem Rechner drauf haben. Das heißt, wenn Sie ein Teddy öffnen, und da gibt es einen Link, Teddy-Beispielbibliothek öffnen, da haben Sie ganz viele Beispiele, die wir für Sie vorbereitet haben, wo Sie auch ganz viel lernen können, beziehungsweise auch Sachen entsprechend für Ihren Alltag übernehmen können. Zweite Geschichte, die auch nicht unwichtig ist, gehe ich erstmal kurz rein, auf die Sophistik-Webseite. Sie haben hier einen Teil, wo Sie direkt die Sophistik-Tutorials angeboten bekommen. Das heißt, hier können Sie das frei sich anschauen, können die Daten runterladen. Und alleine bei den Sophistik 2023 Tutorials gibt es zum Beispiel auch einen Bereich Bridge Design. Und wenn ich den mal öffne, dann haben wir hier unter anderem auch zum Beispiel eine Verbundbrücke. Und wenn wir da reingehen, sehen wir eben sehr schön, okay, wir können unsere Daten runterladen. Wir haben eine komplette Beschreibung auch, was hier passiert. Das würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß, es ist in Englisch, aber das sollte hoffentlich kein Problem sein für die meisten. Zweite Geschichte, beziehungsweise letzter Hinweis. Gucken Sie auch immer wieder rein in meinen Blog, dersophistikeinsteiger.de. Ich habe dort schon ganz viele Videotutorials gemacht, auch zum Thema CSM. Die würde ich Ihnen an der Stelle natürlich auch entsprechend hier empfehlen als Ergänzung. Super, damit bin ich jetzt wirklich am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, Sie haben heute wieder etwas bei mir gelernt, was Ihnen in Ihrem Sophistik-Alltag hilft. Ich bedanke mich bei Ihnen wieder für Ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Video. Ihr Frank Weber von der Sophistikeinsteiger.de.